Es ist auch nochmal dazu, also wer jetzt denkt, oh, was redet der die ganze Zeit für Scheiße? Und warum redet er so, wie er redet? Es ist natürlich auch, wenn man hier gleichzeitig spielt, nochmal eine andere Herausforderung, gleichzeitig auch noch was zu erzählen, über das man nachdenken muss. Na, was man jetzt nicht so schon sich im Kopf vorbereitet hat, oder aber was einfach ist. Ne? Wenn ich jetzt hier darüber erzähle, ja, im Auto, wenn du Auto fährst und nach links fahren willst, musst du links lenken. Und wenn du im Auto nach rechts fahren willst, musst du nach rechts lenken. Und wenn du vorwärts fahren willst, brauchst du den Vorwärtsgang. Und wenn du rückwärts fahren willst, brauchst du den Rückwärtsgang. Und bevor du nach links fährst und nach links das Lenkrad drehst, dann setzt du den Blinker nach links, das ist ganz einfach. Das ist was anderes, als wenn man über sehr komplexe Dinge sinniert. Ne? Und ja. Das ist dann halt einfach so, dass man da, wenn man gleichzeitig am Moderieren ist, tatsächlich auch so ein bisschen am Rumkrepeln ist. Ne? Also du kannst das ja gerne mal versuchen und irgendwas Hochkomplexes deinem Kumpel beim Spielen erzählen, falls du keine Videos selbst schon mal gemacht hast. Dann wirst du feststellen, es ist nicht so einfach, was Hochkomplexes zu erzählen, während man am Spielen ist. Ist einfach so. Und dann also nicht wundern, warum das dann hier so teilweise so ein bisschen ungelenk und so wirkt. Das kommt einfach dadurch, dass Hirnleistung schon für das Gaming hier abgezogen wird. Man kann es kaum vorstellen, aber hier rumzulaufen und Samen zu verstreuen und Felder zu beackern und sonstigen Blödsinn zu machen, verlangt einem etwas ab. Das sieht man manchmal auch, dass manche Leute, da habe ich schon oft in Let's Plays gesehen, wenn sie was am Erzählen sind, dann laufen sie einfach irgendwie in-game auf und ab. Das funktioniert ganz gut. Das kann man machen. Das passiert mir auch sehr oft. Man rennt dann einfach hin und her und ist sich Gedanken am Machen und am Erzählen, aber man macht überhaupt nichts Produktives mehr. Ich versuche halt immer trotz allem noch so ein bisschen, auch wenn es komplexer wird, das zu machen. Wo ist es? Und gleich wieder Nacht. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich wollte auch... Ach so, Baumsamen. Ja, gut. Die werde ich oben jetzt nicht finden. Ach so, und... Ja, habe ich 50, aber muss ich nochmal wieder mitnehmen. Das war nicht gut durchdacht. Aber Minecraft ist trotz allem ein Spiel, was, wenn man Shader und so benutzt, ist das immer noch, kann man nicht anders sagen, es ist unglaublich schön oft. Ja. Da, gerade mit, was diese Leute, die diese Shader erstellen, leisten, wenn ich hier an meinen Sildur denke zum Beispiel, was das für eine Leistung ist, mit so einer 56 Kilobyte großen Anwendung, solche Ergebnisse zu erzielen, solche Effekte hier mit God Rays und was da alles so dabei ist, ist Wahnsinn. Ist einfach nur Wahnsinn und dafür ziehe ich echt meinen Hut. Weil es gibt Spiele, die so viel teurer sind und AA-Titel und da sieht das Ganze nicht so gut aus wie hier mit unserem kleinen Minecraft. Ne? Also Respekt. Natürlich, wir leben in einer Welt der Blöcke, das ist klar. Wir sind hier gefangen in dieser Blockwelt. Aber das ist ja nicht der Grafik geschuldet, sondern das ist ja das Prinzip des Spiels. Auch, genau. Natürlich. Das ist Teil der Geschichte. Was wollte ich denn hier? Und Teil der Magie. Wie der Prof. Soltex ja nie müde wird zu erzählen, ne? Wenn es zu viele Blöcke in Minecraft gibt, dann verliert Minecraft an Spielern und an Bedeutung, weil man nicht mehr so viel Kreativität braucht. Gut, ja. Wir werden das erleben, weil das ist seine These, die er immer wieder aufstellt und er kann damit recht haben. Ich schreite die nicht ab, aber wie sehr diese These letztendlich zutrifft, wird sich im Grunde dann auch zeigen, wenn jetzt die ganzen Half-Slaps und Stairs kommen nochmal. Dann brauchst du schon wieder ein bisschen weniger Kreativität. Also ich denke trotzdem, dass das sinnvoll ist und auch der Kreativität zugutekommt, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, Kreativität dann auch auszuschöpfen. Weil ich komme zum Beispiel sehr oft an den Punkt, wo ich sage, ja, es geht nicht. Egal, was ich mache, ich habe einfach keine gescheiten Blöcke, um das so umzusetzen. Was ich da eher problematisch sehe, sind jetzt zum Beispiel die neue Glocke oder der Schleifstein oder so, die angekündigt worden. Ja, gut, die sind ja jetzt schon im Snapshot drin. Ja, genau. Weil das klingt zwar erstmal sehr gut fürs Bauen. Ja, cool, einen Schleifstein kann ich viel verwenden, Schmiede, Scheren, Schleifer und so weiter. Ja, ja. Glocke kann ich auch verwenden, am Dörfchen kann ich mal meine Kapelle, vielleicht in der Kirche kann ich das reinmachen. Aber wenn man drüber nachdenkt, geht dann dabei die Kreativität verloren, wie man das sonst gemacht hatte. Gerade bei sowas wie Schleifstein oder Spinnrädern,
hat man da mal ganz verrückte Sachen gebaut und versucht, das nachzumachen. Und das sah auch teilweise ziemlich gut aus, auch bei Glocken. Ja, und das, ja, das geht eben alles verloren. Und das ist auch so ein Problem, was ich beim Reforge-Mod sehe, dass du einfach für alles Blöcke hast. Und mit Conquest-Reforge-Mod. Ja, genau. Mhm, ja, ja. Und ja, du musst dich nicht mehr fragen, wie mache ich das jetzt, sondern du musst dich fragen, an welcher Stelle ist dieser Block im Inventar, genau. Wo ist er, genau. Ja, ja, das stimmt. Und ich habe jetzt eine Weile schon mit Reforge gebaut und ich muss echt mit sagen... Mit dem Team Chaos, richtig? Ja, genau. Besuch die mal, aber besuch doch mal den Roman des beiden Mindworld Gamers an dieser Stelle. Das Kanal, beide im Kanalregal verlinkt, sind zu finden, auch wenn sie nicht angezeigt werden, einfach mal auf alle Anzeigen gehen. Es sind zu viele Leute bei uns in der Empfehlung drin. Und da findet ihr die Mindworld Gamers, da findet ihr das Team Chaos. Und jetzt erzähl mal gerade weiter von deinen Erfahrungen mit dem Conquest Reforge Mod. Entschuldigung, ich musste Werbung für dich machen. Dankeschön. Und ja, ich muss sagen, es macht mir auf Dauer einfach keinen Spaß. Es ist schon cool, dass es so viele Blöcke gibt, aber du musst dich halt selber nicht mehr anstrengen. Und ja, dazu kommt, dass es eben dann doch auch nicht für alles Blöcke gibt. Und wenn du aber den ganzen Rest mit solchen coolen Sachen gemacht hast und dann für irgendwas dir selber was ausdenken musst, dann sieht es im Vergleich zu den anderen Sachen komplett scheiße aus und du willst es eigentlich gar nicht bauen. Aber du musst ja, wenn du das unbedingt haben willst. Und deswegen passt es dann auch insgesamt für mich nicht, wenn ich Sachen habe, die ich selber bauen muss, die dann auch so richtig Minecraftig aussehen. Und wenn ich auf der anderen Seite aber auch Sachen habe, die halt extra dafür gemacht wurden, die halt gut aussehen. Ja, ja, klar. Und das ist für mich ein ganz großes Problem. Und ja, kann ich nachvollziehen. Es macht mir auch immer unglaublich Spaß, irgendwelche Sachen dann selber zu bauen. Zum Beispiel Spinnräder oder Schleifsteine oder Glocken. Ich hatte heute eine vergnügliche halbe Stunde mit einem Taubenschlag. Das hört sich jetzt in vieler Hinsicht falsch an, aber war es nicht ganz so versaut, wie es sich auf den ersten Blick anhört. War aber sehr schön, tatsächlich, da rumzuprobieren, bis ich meinen so kleinen Taubenschlag hatte, den ich haben wollte. Ja, und auch wenn die Blöcke in Minecraft so groß sind, 1 Meter mal 1 Meter, es ist auch erstaunlich, was es da immer für Möglichkeiten gibt, aus den verschiedensten Sachen da irgendwelche Möbel und so zu bauen, die dann trotzdem in das Haus passen, die trotzdem in der entsprechenden Größe sind, die trotzdem gut aussehen und nicht den ganzen Platz wegnehmen. Das stimmt. Und wir haben jetzt hier ja Holzblock eine Klappe dazu schon. Das haben wir hier ja schon mit der 1.13. Und wir haben schon Knöpfe in den verschiedenen Farben. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben Holztrittbretter in jeder Farbe eigentlich. Das hat man alles noch gar nicht auf dem Schirm. Man arbeitet sich immer noch mit den alten Prinzipien ab, weil das ganze tolle neue Zeug, das wird noch völlig ignoriert, weil man es noch gar nicht im Bewusstsein hat. Ne? Gut, man kann halt auch den Server noch nicht auf der 1.13 switchen, das ist auch so ein Problem, den Kreativserver. Das heißt, man hat im Survival ja sowieso eingeschränkte Möglichkeiten beim Bauen. Man kann ja so eine Version im Survival sehr viel langsamer voll ausschöpfen als im Kreativ. Aber es gibt schon jetzt wieder mehr Möglichkeiten und ich sag mal so, diese Glocke, die man tatsächlich, man kann sie auf die Erde stellen, man kann sie an die Wand hängen und man kann sie wohl auch an den Block drüber befestigen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich dann verbindet mit den Blöcken. Genauso war jetzt auch im Video, was ich da gemacht hatte, drin. Genauso ist das auch mit dem Schleifstein, der ja für mich sehr stimmig ist, der jede Schmiede aufwertet und so weiter. Der tatsächlich, also das sind ja nicht nur auch Dekoartikel, das darfst du nicht vergessen, ne? Ja, na klar. Das heißt, die bekommen dadurch, dass sie die Funktionen auch im Survival bieten, dass man da Sachen wird mitmachen können. Davon gehe ich feste aus, dass das so ist. Ja, gehe ich auch davon aus. Dadurch bekommen die ja schon mal Leben. Das sind ja keine toten Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel bei Conquest Reforged. Ja, das ist auch sowas, was mich ziemlich stört. Die Sachen zwar so aussehen wie das, was sie sind, aber tatsächlich sind es einfach nur Dekoartikel. Ne? Ja. Das ist jetzt nichts, was eine Funktion hat. Das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie an meinem Webstuhl dann was weben kann, wie Banner jetzt am neuen Webstuhl, der da kommt, oder so, sondern es ist einfach erstmal ein toter Deko-Gegenstand. Ja, das, was ich mir normalerweise bei einer Nunana kaufe und in den Wohnzimmerschrank stelle oder so. Ne? Es sind Deko-Gegenstände, die keine tiefergehende Funktion haben. Und
Es gibt Künstler mit Conquest Reforged Mod. Habe ich gesehen. Also vor allem Talset 333, von dem wir diese Welt gezeigt haben bei uns auch in Winter weltweit, in mehreren Teilen, der auch Witcher-Welt nachgebaut hat. Und der auch, das verfolge ich auf Twitter, wunderbare neue Sachen schafft. Der ist ein Künstler mit diesem Mod, ne? Aber der versenkt dann halt auch in Szenen sicherlich auch wieder viel, viel Zeit rein, um das alles so zu bauen, wie er es haben will. Natürlich ist das auch sehr kreativ in dem Moment. Aber du hast auch so eine Flut an Sachen, dass du von meinem Gefühl her noch mehr Zeit und Kreativität da rein versenken musst, um dann nicht einfach die Sachen zu benutzen, sondern damit auch wieder Gesamtkunstwerke zu schaffen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du kannst, ich habe so schlechte Gebäude gesehen, die mit Conquest Reforged Mod gut aussahen. Aber wenn ich die dann nach Minecraft-Standards bewerte, ne, und hingehe und gucke, und dann sind die Dächer nicht untergleitet mit irgendwie Holz oder so, sondern einfach nackt. Ne, dann sind da nicht irgendwie in den Wänden mal Stufen drin, um irgendwie Fensterbretter zu simulieren oder so. Nee, es macht ja alles der Mod. Weißt du? Mhm. Das ist alles durch den Mod gegeben, dass das am Ende gut aussieht. Aber wenn du das in Default angucken könntest, was du ja beim Mod nicht mehr kannst, weil ja letztendlich gar nichts mehr so richtig da drin ist von Minecraft, sondern dass ja alles Neues, hinzugefügte Geschichten sind über diese Metadaten eben letztendlich. Und das ist dann schon, ist schon irgendwie krass. Ist schon echt krass, dass da so wenig von Minecraft bleibt dann. Und ja, ich bleib halt dabei, Conquest Reforged ist ein eigener Spiel fast schon. Mit einer Existenzberechtigung. Definitiv. Aber es ist irgendwie für mich nicht mehr Minecraft. Ohne es jetzt abwerten zu wollen. Es ist was anderes. Es ist was anderes Tolles. Ja. Aber es ist nicht mehr für mich Minecraft. Das kann ich nicht so sagen, dass ich das als Minecraft fühle. Mehr. Es ist halt Conquest Reforged Mod. Und ich möchte mich da nicht als klarer Gegner von positionieren, um Gottes Willen. Also darum geht's ja gar nicht. Er hat seinen Reiz und in den Händen der Richtigen sind damit kleine Wunder möglich, aber es ist halt auch sehr einfach, wenn jemand kein Talent hat, damit was Gutes zu schaffen, erstmal, was so auf den ersten Blick so doch wieder Erstaunen auslöst, aber in Wirklichkeit war es gar nicht so gut. Und das ist dann schade irgendwie, wenn es zu leicht gemacht wird. Ich meine, was haben wir Stunden an manchmal kleinen Sachen rumgetüttelt, ne? Ja. Ich erinnere mich nur, haben wir heute viel drüber geredet, die Kaffeerösterei, ja. Sternkäfer. Wie viele Stunden wir da an den Kaffeemaschinen zugange waren. So viele verschiedene Möglichkeiten dafür aufgebaut. Ja, genau. Und am Ende hat Professor Holtex alle benutzt, ne? Ja, weil wir uns nicht entscheiden konnten, weil jeder hat für sich an seiner Kaffeemaschine rumgetüttelt, bis wir Kaffeemaschinen hatten. Und ich bin im Bett übrigens. Ach. Das war echt witzig und am Ende haben wir alle hingestellt, weil einfach wir uns nicht entscheiden konnten. Und das ist halt das Schöne an Minecraft und man braucht halt auch noch immer ein bisschen Fantasie und um Sachen dann, die da geschaffen wurden, zu erkennen, was ja auch für den Betrachter ganz reizvoll sein kann, wenn er sich was anguckt und dann erstmal, was ist das? Und dann kommt so das Erkennen. Ja. Und dann denkst du so, wow, das ist ja ein Flug oder was, ja, weißt du, wie ich meine, ne? Ja, na klar. Das ist aber auch befriedigend dann für den Betrachter, dass man erkannt hat, was einem derjenige mit den Möglichkeiten in Minecraft zeigen konnte, ne? Und das ist irgendwie geil. Das habe ich mehrmals schon bei Winter weltweit und so gehabt, dieses Erlebnis, dass das Erkennen erst nach einem Augenblick kam und du dachtest so, geil, gute Idee. Man erkennt es nicht sofort, aber wenn man es erkennt, geile Sache. Und ich meine, das ist ja dann auch sowas, was eine Welt besonders macht und was eine Welt sowas Eigenem macht, was auch nicht jeder einem bieten kann, weil das ist ja dann schon nicht das Einfachste, sage ich mal, sich solche Sachen auszudenken, solche Sachen zu bauen, ins kleine Detail zu gehen. Kein Minecraft-Anfänger wird sowas machen, denke ich. Jedenfalls nicht jeder 0815 Minecraft-Anfänger. Und wenn es dann eben die ganzen Blöcke gibt, dann kann jeder sowas hinsetzen. Dann ist es nichts Besonderes mehr. Dann kann man damit auch niemanden beeindrucken. Dann kann man jemanden damit überraschen.
Das stimmt. Wenn man, das wenn man ist sich der selbst Punkt. Sowas macht. Genau. Das kann dann einfach jeder machen und sogar besser machen, also so, dass es besser aussieht. Ja, genau. Das ist der Punkt. Du kannst niemanden mehr überraschen. Ne? Also, wenn die Glocke im Spiel ist, überraschst du niemanden damit, wenn du die Glocke benutzt. Genau. Ne? Das ist der Punkt. Ne? Das ist richtig. Ne? Wenn du dann da ein komplexes Glockenspiel an einem Rathaus damit baust, ne, und dann auch noch vielleicht irgendwie improvisierte eigene Glocken darunter mischst und noch größere Glocken und kleinere Glocken, dann kannst du damit auch wieder jemanden überraschen. Ne? Ja. Aber per se erstmal durch die reine Verwendung der Glocke überraschst du in dem Moment, wenn sie verfügbar ist, keinen mehr. Ja, genau. Das ist dann vorbei. Und es kann ne? halt also, einfach jeder eine Glocke haben, der eine haben möchte. Sonst musstest du dir überlegen, ja, wie baue ich jetzt so eine Glocke und so, dass möglichst auch noch nach einer aussieht. Richtig, und dann kommt richtig. Jemand vorbei und denkt, ach Mensch, die Glocke ist ja cool, die du da gebaut hast. Ja, genau. Also ein Tutorial für eine Glocke in der Größe der Glocke, die bald default vorhanden ist, braucht keiner mehr machen. Ja. Ja, für eine größere Glocke, ja, klar. Für eine kleinere Glocke, wahrscheinlich sehr gut, wenn das gelingt, das darstellen zu können noch. Weil die ist ja nicht keinen vollen Block mehr groß. Also wahrscheinlich geht es dann nur noch um größere Glocken, aber eine Glocke ungefähr in der Größe, diese Ein-Block-Größe, sage ich jetzt mal, das ist die mit ihrem kleinen Glockenstuhl ja auch, die da kommt. Im Grunde ein Block groß. So eine Glocke, die ist dann in Zukunft im Spiel drin, braucht sich keiner mehr ausdenken. Ist in dem Falle, da Minecraft ja eh sehr mittelalterlich ist und sowas, sehr treffend alles, was da kommt. Auch das an der Stelle angemerkt. Ich glaube, es bereichert das Spiel noch in dem Maße. Ja, das sollte bloß nicht überhand nehmen. Genau. Man muss so ein bisschen da anfangen, dann sich zu überlegen, ab wann mache ich Minecraft zu voll? Ab wann ist es nicht mehr das zielführend, noch immer mehr und mehr da reinzuballern? Ich meine ja auch, je mehr ich solche kleinen Details reinmache, wie zum Beispiel den Schleifstein oder die Glocke, die für sich ja schon sehr klein sind, umso mehr nehme ich Minecraft ja auch diesen Minecraft-Charakter von diesen großen, eckigen Blöcken. Ja, richtig, richtig. Und umso mehr wird es ein anderes Spiel nicht mehr Minecraft. Und das haben wir ja auch schon bei den Texture Packs geredet, dass je kleiner die Texturen werden, desto unstimmiger das ganze Spiel wird, weil eben auf der einen Seite trotzdem noch die großen Blöcke da sind. Und wenn du dann auf der anderen Seite so detaillierte Sachen hast, dann passt es einfach nicht mehr zusammen. Und das ist auch was mich zum Beispiel beim Reforged Conquest ziemlich stört. Das beißt sich halt dann schon. Teilweise beißt sich das sicherlich. Ich finde halt persönlich, dass halt für mich sich halt immer dabei auch, mal abgesehen von dieser Unverträglichkeit, die ich halt mit 32-Bit-Texture-Packs habe, dass ich die nicht selber zum Bauen benutzen kann, weil mir übel wird. Aber letztendlich, was mich halt unabhängig davon immer dran gestört hat, war dieser Bruch zwischen ganz vielen Sachen, auf der einen Seite, aber die sind nicht in einer schönen Auflösung dargestellt. Ja, das ist ja. Ja, genau. Wir haben hier gerade vor Augen ein 64-Bit-Texture-Pack, das entspricht HD-RD. Also, wenn ich das hier so nehme, 64-Bit-Texture-Pack, ist das HD-RD auf dem Fernseher. Ne? Das entspricht hier in der Darstellung in-game 720p. Also 1280x720. Das ist die Auflösung, die wir hier haben mit 64-Bit. Mit 128-Bit Texture Packs haben wir dann HD erreicht mit 1920x1080 Bildpunkten. Ne? In-game, wenn ich hier jetzt drauf gucke. Ja. Ne? Ich habe ja auch schon getrickst, zum Beispiel das Schwert hier ist 128-Bit. Weil das Werkzeug habe ich direkt vor Augen und da wollte ich das nicht. Das ist nicht bei allen Blöcken so. Hier sehen wir ein 64-Bit-Item, das Hähnchen glaube ich auch. Aber die Werkzeuge zum Beispiel sind 128-Bit-Items. Einfach weil es so direkt vor Augen ist, dass ich diesen Bruch bewusst genommen habe, um schönere Werkzeuge in der Hand oder Waffen in der Hand haben zu können, die ich lange durch die Gegend trage. Ja, bei der Fackel müsste man das vielleicht nochmal nachlegen. Das ist natürlich sehr schwierig. Die besteht ja aus, ich glaube, 64 Bildern. Du hast halt da weniger als HD-Ready, ne? mit 32-Bit-Auflösung. Und du hast aber nicht dieses 16-Bit-Kult-Auflösung vom Default, ne? Die ja wirklich gezielt auch so ein bisschen andere Spiele fast schon persiflagiert. Ne? Möchte ich fast sagen, dass das ein Bestandteil davon ist. Jetzt sind einfach meine Dinger weg. Oh. Das ist ja auch so ein bisschen ein Aufbegehren gegen diese ganz, 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 ganz vielen hochauflösenden Spiele.
Das ist klar. Ne? Also das ist ja die andere Seite. Also es gibt so viele Leute, die bei Conquest Reforged Mod damit eben argumentieren, dass sie sagen, ja, die Auflösung ist halt einfach, die passt am besten zu Minecraft oder so. Aber tatsächlich verträgt Minecraft also 64-Bit sehr gut, 128-Bit noch etwas. Und dann kommen wir aber an den Punkt, tatsächlich, da stimme ich dann den Conquest-Leuten zu, 256-Bit oder mehr. Wenn das wirklich hochauflösend wird, dann beißt sich's ganz massiv. Das ist auch noch schlimmer als so eine verrauschte Grafik wie Conquest Reforged Mod. Ja, definitiv.